Servus an alle. Heute beginnen wir also mit der ersten Abhandlung, in der die Begriffspaare gut und böse und gut und schlecht untersucht werden. Bevor wir aber genau damit beginnen, möchte ich euch noch ein Zitat aus dem Antichristen nennen, das Nietzsches zugrunde liegende Gedanken offenbart. Ich habe ja schon in der letzten Einheit bereits erwähnt, dass der Antichrist zeitlich und thematisch als eine Art Fortführung der Genealogie der Moral gilt und beide als Abrechnung mit dem Christentum verstanden werden können. Jedenfalls das Zitat, das ist der zweite Punkt des Antichristen. Was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche stammt. Was ist Glück? Das Gefühl davon, dass die Macht wächst, dass ein Widerstand überwunden wird. Nicht Zufriedenheit, sondern mehr Macht. Nicht Friede überhaupt, sondern Krieg. Nicht Tugend, sondern Tüchtigkeit. Tugend im Renaissance-Stil, Virtu, moralinfreie Tugend. Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster? Das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen. Das Christentum. Das also als einleitende Worte zu Nietzsches Moralverständnis und zu den Begriffen gut und schlecht, bei dem er uns gleich wissen lässt, was er als gut eben und was er als schlecht definiert. Gut ist das Gefühl der Macht und der Wille zur Macht. Schlecht ist alles, was aus der Schwäche stammt. Zugegebenermaßen sind das ziemlich krasse und weitreichende Behauptungen, die Nietzsche da so einfach mal in den Raum stellt. Und deshalb wollen wir in dieser Einheit herausfinden und ergründen, was Nietzsche dazu veranlasst, dem Christentum die Schuld dafür zu geben, dass diese vornehme Art von Moral, wie Nietzsche sie beschrieben hat, eben nicht die herrschende ist. Wie ihr bestimmt bemerkt habt, hat Nietzsche viele Absätze der Genealogie der Moral aus einer Ich-Perspektive herausgeschrieben. Auch das spricht natürlich auf den ersten Blick gegen eine Wissenschaftlichkeit, die wir auch schon thematisiert haben, ist aber eben die Vorgehensweise im Buch und auch ein Stilmittel, das sich in vielen Büchern von Nietzsche wiederfindet. Die englischen Philosophen, die er unter dem ersten Punkt, den ich euch hier auf der Folie gezeigt habe, so häufig erwähnt, das sind laut dem offiziellen Stellenkommentar übrigens alles Angehörige der utilitaristischen Schule. Utilitarismus, das meint einfach, dass sie die Moral als etwas betrachten, das sich entwickelt hat, um einen großmöglichen Nutzen für alle diejenigen zu bringen, die sich daran beteiligen. Also das habt ihr vielleicht auch in dem Ethik-Seminar schon mal gehört, dass wenn für 9 von 10 Menschen etwas nützlich ist, dass es für alle 10 von 10 Menschen gelten sollen. Die deutsche Schule dann hingegen zur englischen wäre in dem Fall der Idealismus, der die Moral als Vernunftkategorie betrachtet. Also Leibniz, Kant und Hegel wären solche Beispiele für diese Schule. Aber nur weil die englische Schule die deutsche kritisiert, dass eben der Nutzen überwiegt und nicht diese allumfassend geltende Moral, heißt Nietzsche natürlich die englische Schule automatisch noch nicht für gut. Die englischen Psychologen, so Nietzsche, würden die moralischen Urteile der Menschen nämlich in die niederen und unbewussten Beweggründe verbannen und den menschlichen Willen insgesamt damit verkleinern, also seiner Wichtigkeit berauben. Die Verkleinerung des Menschen oder des menschlichen Willen ist ja generell etwas, dem Nietzsche eigentlich in all seinen Schriften gänzlich abgeneigt gegenübersteht. Die christliche Herdenmoral, und auf den Begriff werden wir diese Einheit auch noch ein bisschen näher eingehen, kritisiert er auch unter anderem deswegen, weil sie die mächtigen Menschen unterjocht und verunmöglicht. Deswegen fragt Nietzsche in seinem ersten Punkt auch nach, ob der englische Utilitarismus ein pessimistischer Argwohn wäre und das Misstrauen von enttäuschten, verdüsterten, giftig und grün gewordenen Idealisten, weil die englischen Psychologen den freien Willen, den es ja im Christentum sowie bei Platon und anderen gibt, in Fragen stellen. Und Nietzsche meint, sie würden nur eine oberflächliche Kritik damit an der Moral üben, die aber nichts am Wesen der Moral insgesamt kritisiert, sondern sie eben nur von einer bewussten in eine unbewusste Ebene verdrängt.
Nietzsche jedenfalls will die ungefilterten Wahrheiten ergründen, die auf nichts Rücksicht nehmen und die von keiner Doktrin beeinflusst sind, was Wissenschaft in seinen Augen auch leisten muss und soll. Und ja, dieser Satz fasst die unter erstens genannten Punkte eigentlich schon auch ganz gut zusammen. Unter zweitens dann betont Nietzsche wieder die Wichtigkeit des historischen Arguments bei der Ergründung von Moral. Er stellt fest, dass bisher, wenn es um Moral ging, oft das Unegoistische und das Altruistische als das Gute gelobt worden ist. Wenn man jedoch stringent historisch vorgeht, dann muss man feststellen, dass das Gute relativiert wird, also dass keine ewigen Wahrheiten existieren und dass das historische Philosophieren dem ontologischen überlegen ist, weil das, was gut ist, sich mit der Zeit ändert. Und da zweitens erwähnt Nietzsche auch erstmalig in seinem Buch den höheren Mensch, auf den er später nochmal genauer eingehen wird. Also Begriffe wie hoch und tief und klein und groß nimmt bei Nietzsche eine ganz wichtige Rolle ein. Um das aber schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, der höhere Mensch, das ist der Mensch, der sich eben nicht den Denkmustern der Massen oder der Eliten unterwirft, sondern seine eigenen moralischen Werte erzeugt und auswählt, je nachdem, wie er es für gut hält. Während die englischen Psychologen das Gute immer auf Utilitarismus, also Nutzenabwägung, und dann auf das Vergessen, warum es genutzt hat, schieben, also man soll nicht morden, weil das ist jetzt noch relativ klar, aber auf jeden Fall Dinge, die man irgendwann moralisch als Konvention beschlossen hat, aber inzwischen vergessen hat, warum es sinnvoll war, warum es allen nutzt. Da sagen die englischen Psychologen eben, das wäre Moral. Und Nietzsche will weg von diesem Nutzendenken, da ein allgemeiner Nutzen als letztendliches Prinzip für moralische Denkmuster eben genauso Sklavenmoral wäre wie eine vorgeschriebene, transzendente und immer geltende Moral. Nietzsche schreibt deswegen, vielmehr sind es die Guten selber gewesen, das heißt die Vornehmen, Mächtigen, Höhergestellten und Hochgesinnten, welche sich selbst und ihr Tun als gut, nämlich als ersten Ranges empfanden und ansetzten, im Gegensatz zu allem Niedrigen, Niedriggesinnten, Gemeinen und Pöbelhaften. Worauf er also hinaus will, ist, dass nicht der Pöbel die Moral geschaffen hat, sondern die Elite ehemals die Begriffe gut und schlecht geprägt hat, und zwar ohne Rücksicht darauf, was die Niedriggesinnten oder die Niederen eben davon halten. Aus den Herrschern oben und den Beherrschten unten entsteht dann für Nietzsche der Ursprung von Gut und Schlecht. Gut sind dabei selbstverständlich die Werteschaffer und schlecht diejenigen, die nicht selber schaffen und auch nicht selber schaffen können. Denn die Mächtigen können bestimmen, auch ganz rudimentär zum Beispiel, wie etwas genannt wird, welche Laute für Worte benutzt werden und welche Bedeutung das Wort hat. Diesen Umstand können ja auch wir heute aus der Metapolitik betrachten, bei der verschiedene Interessensgruppen eben genau bestimmen können, welche Begriffe verwendet werden dürfen oder sollen und welche nicht. Und welche Interessensgruppe sich durchsetzt, ist am Ende natürlich die mächtigste. Und diese Interessensgruppe war eben am Anfang, so Nietzsche, der höhere Mensch. Und dann verwendet Nietzsche auch schon den Begriff des Herdeninstinkts. Die Herde folgt natürlich dem Hirten, der bestimmt, in welche Richtung irgendetwas gehen soll. Herde ist damit also alles, was den Werten anderer folgt, ohne sie zu hinterfragen und zu negieren, wie Nietzsche es ja macht. Ein wichtiges Argument, das Nietzsche gegen die Utilitaristen einbringt, ist, dass falls die Moral tatsächlich aufgrund von nutzenbasierten Interessen sich herausgebildet hat, die eben dann im Nachhinein vergessen wurden, dann würde die Alltagserfahrung ja jederzeit neue moralische Werte erzeugen, da sich der Nutzen für eine Gesellschaft stets ändert. Also bleiben für die Utilitaristen eigentlich, also für sie bleibt nur zu sagen, dass das Gute gleichzeitig das Nützliche wäre. Aber auch das sieht Nietzsche natürlich als falsch an. Nietzsche will endlich also eine eigene moralhistorische These formulieren, und zwar nach dem etymologischen Vorbild, wie ich das in der ersten Einheit schon angedeutet habe. Das Gute wird also nicht zum Nützlichen degradiert, sondern zum Edlen und Vornehmen wird es das Gute eben, während das Schlechte, das Niedrige und das Pöbelhafte beschreibt. Mit diesem Elitismus präsentiert sich Nietzsche, zumindest was individuelle Machtfragen angeht, als Aristokrat, was sich auch in vielen seiner anderen Schriften zeigt.
Ich erwähne ab und zu immer mal wieder was Allgemeines zu Nietzsche und seinen Schriften, weil das anscheinend ganz gut angekommen ist bei euch beim letzten Mal. Schlecht jedenfalls, so argumentiert Nietzsche, bedeutet nichts anderes als schlicht, was sich auch an den Begriffen schlechtweg oder schlechterdings zeigt. Und schlicht wiederum meint ja gar nichts anderes als pöbelhaft oder allgemein. Nietzsche schreibt erst ab dem Dreißigjährigen Krieg, also ungefähr 1618 bis 48 ging ja der Krieg, hätte man angefangen, mit schlecht nicht mehr das schlichte Volk zu meinen, sondern etwas Schädliches.